Es gibt so Kleinigkeiten, die man bestenfalls in seine Morgenroutine integriert, damit man einen richtig schönen, erfolgreichen Start in den Tag hat. Der Start in den Tag ist unfassbar wichtig, denn manchmal entscheidet der Start deines Tages, wie schlussendlich auch der Rest deines Tages verläuft. Und gerade dann, wenn du zum Beispiel dir sehr hohe Ziele gesteckt hast und auch sehr erfolgreich sein möchtest, dann ist es unerlässlich, dass du halt ein paar Gewohnheiten in deine Morgenroutine integrierst. Und ich versichere dir, wenn du dir diese Gewohnheiten aus diesem Video aneignest, dann hast du definitiv einen erfolgreicheren Morgen und möglicherweise dann auch einen erfolgreicheren Tag. Wenn du morgens aufwachst, dann solltest du als allererstes mal deine Rollos hochziehen oder deine Jalousien hochziehen oder deine Vorhänge aufmachen, damit eine richtig gute Ladung Sonne in dein Schlafzimmer reinkommt. Ich weiß, manche Leute machen sich gerne im Dunkeln fertig und mögen das gar nicht, dass morgens direkt die Sonne ins Schlafzimmer reinkommt, aber ich kann dir versichern, dass so eine gute Ladung Vitamin D am Morgen manchmal sogar besser wirkt als ein, zwei Tassen Kaffee. Denn dem Körper wird dann signalisiert, hey, du bist nicht mehr im Schlafmodus, sondern das Tageslicht ist da, die Sonne ist da, es kann losgehen. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du am besten auch direkt dann die Fenster aufmachen, damit halt frische Luft in dein Schlafzimmer reinkommt und du erstmal direkt frische Luft tanken kannst und einmal schön durchatmen kannst. Ich mache es aktuell so, dass ich mich versuche, halb schlafend irgendwie auf die Dachterrasse hochzuschleppen und halt da die volle Ladung Vitamin D und halt auch richtig Sauerstoff tanken kann und einfach mal so richtig tief durchatmen kann, weil dann weiß der Körper tatsächlich, alles klar, Korte, jetzt kann es losgehen mit dem Tag. Der nächste Punkt ist unfassbar wichtig. Versuche am besten, jeden Morgen 2 Gläser Wasser zu trinken, direkt nachdem du aufgestanden bist. Für mich war das super schwierig, das erstmal in meine Routine zu integrieren, weil ich war das überhaupt nicht gewohnt, als direkt morgens Wasser zu trinken. Mittlerweile ist es aber überhaupt kein Problem mehr. Manchmal schneide ich mir sogar noch ein bisschen Zitrone ins Wasser rein, also nicht nur, weil es gesund ist, sondern auch, weil es gut schmeckt. Und das ist aus dem Grund wichtig, weil dein Körper über Nacht natürlich Wasser verliert. Ja, ich zum Beispiel schwitze sehr viel und unter Umständen ist dein Körper etwas dehydriert. Und deshalb ist es unfassbar wichtig, dass du direkt morgens Wasser deinem Körper zuführst. Kannst du es dir ungefähr so vorstellen, dein Auto braucht zum Beispiel Benzin, um fahren zu können. Und dein Körper, der braucht natürlich Wasser, um performen zu können. Also ganz wichtig, jeden Morgen ordentlich Wasser trinken. Als ich noch jünger war, da habe ich gedacht so, warum soll ich mein Bett machen? Ich lege mich ja abends eh wieder in mein Bett rein und dann ist das Bett ja sowieso wieder unordentlich. Wer auch so denkt, der sollte an dieser Stelle vielleicht ein bisschen umdenken. Denn wenn du jeden Morgen dein Bett machst, dann gibt dir das A erstmal ein richtig gutes Gefühl, weil du dann deine erste Aufgabe des Tages direkt erfolgreich absolviert hast. Und B, brauchst du dir noch keine Gedanken machen, wenn dann irgendwann mal deine Eltern oder Besuch vorbeikommt. Es gibt ein paar Sachen, die kann man sich aus der Tierwelt sehr, sehr gut abschauen. Und ich habe mir auch bei Elmo ein, zwei Sachen abgeschaut, die ich selbst in meine Morgenroutine integriert habe. Das ist zum einen das Trinken, also wenn Elmo morgens aufsteht, dann trinkt er erstmal ordentlich was. Und das andere ist das Stretching-Programm. Wenn du nämlich ein, zwei Dehnübungen am Morgen machst und dich schön mal streckst, das muss jetzt nicht irgendwas Fancyes sein, sondern einfach ein bisschen dehnen, ein bisschen strecken, dann merkst du, dass dein Blut so richtig in Wallung kommt, dein Blut zirkuliert und dein Körper wird so schön aktiviert für den neuen Tag. Die Stretch-Übungen sind übrigens nicht gleichzusetzen mit Sport. Sport wäre jetzt nochmal eine andere Kategorie. Wenn du dich morgens gestretcht hast, dann geht es nämlich bei mir zumindest zum Sport. Und wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, dass ich zu 90% immer morgens Sport mache. Das ist zwar nicht immer ganz einfach, wenn man noch nichts gefrühstückt hat und nur Wasser im Bauch hat, aber wenn du morgens Sport gemacht hast, dann ist es bei mir so, dann bin ich richtig am Start. Ja? Also dann ist dein Körper richtig auf Sendung, dann kann es richtig losgehen. Und für mich ist dann Sport entweder zum Beispiel eine Runde laufen gehen oder im Fitnessstudio dein Workout zu machen oder auch nach dem Stretching-Programm oben dann auf der Dachterrasse ein bisschen Yoga weitermachen. Also Sport ist für mich dann Workout, Laufen oder Yoga. Ich hatte irgendwie immer ein Problem, Obst zu essen. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das hatte, aber irgendwie hatte ich immer das Problem, Obst zu mir zu nehmen. Und da gibt es ja dieses Sprichwort, an apple a day keeps the doctor away. Und da habe ich mir was überlegt. Da habe ich gesagt, Daniel, du musst irgendwie jeden Morgen Obst zu dir nehmen. Und die beste Möglichkeit war da für mich, einfach jeden Morgen einen Smoothie zu machen. Das dauert auch gar nicht lange und ist überhaupt gar nicht aufwendig. Du packst zum Beispiel eine Banane und einen Apfel einfach in den Mixer rein, dann gefrorene Früchte noch rein, vielleicht ein paar Haferflocken, verschiedenste Samen, ein bisschen Milch, ein bisschen Wasser und fertig ist das Ding. Und du musst den Smoothie auch nicht auch direkt trinken. Du kannst ihn zum Beispiel auch einfach in so einer Plastikflasche drin lassen und dann später auf der Arbeit trinken. Und ich sag dir, es
gibt dir auch ein richtig gutes Gefühl. Bevor es mit dem Tag so richtig losgeht, empfehle ich dir, dich weiterzubilden. Sei es ein Hörbuch, sei es ein Podcast oder ganz klassisch ein paar Kapitel in einem Buch lesen. Mir tut super gut, wenn ich nach dem Sport, da bin ich nämlich so richtig aufgepumpt, wenn ich dann einfach nochmal ein, zwei Kapitel in einem Buch lese, denn das hilft mir dann einfach nochmal wieder so meine Mitte zu finden, um dann wirklich tatsächlich mit dem Tag zu starten. Vor einigen Jahren war es so, da habe ich immer abends Bücher gelesen, aber ich habe gemerkt, dass ich morgens wesentlich aufnahmefähiger bin als abends und aus dem Grund habe ich das Bücherlesen bzw. die Weiterbildung einfach in meinen Morgen integriert. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video einfach ein bisschen Inspiration geben, wie du dir einen erfolgreichen Morgen gestalten kannst, und den wünsche ich dir auch jetzt einen erfolgreichen Start in den neuen Tag.